So, wir haben ihn ein bisschen beeinflusst. 25 Punkte. Ich denke mal, wir sind ja auch ganz gut, oder? Ja, 72% geht zu. So, wann ist der Anspruch durch? 30 Tage. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Anspruch generieren viel zu einfach ist. Nein, sie hat leider das Kind verloren. Wir werden es nie erfahren, ob die Ohren-DNA weitergegeben worden wäre. Schade. The things we share. When we talk about life, my wife and I often agree. Oh, wir verstehen uns ganz gut mit unserer Ehefrau. Das ist ja interessant. Nachdem sie uns jetzt aktuell nicht so wirklich gern hat, vielleicht können wir ihr Herz noch ein bisschen erobern. 66 Gold für den nächsten Anspruch. Wir machen mal kurz Pause und werden hier mal in 3 Jahren die Kollegin bekehren. 3 Jahre sind 36 Monate. Das heißt, es müsste vielleicht sogar noch reichen, dass wir hier diese Fraktion dann nicht mehr haben. Denkst du, dass irgendwann große Events wie der 100-jährige Krieg in ein DLC gut verarbeitet werden? Wann war denn der 100-jährige Krieg? Der hat aber mit Crusader Kings nichts zu tun, oder? Wann war denn der 100-jährige Krieg? Guck mal eben nach. 100-jähriger Krieg. 1337 bis 1453. Das heißt, als würde es so zum Ende hin von Crusader Kings dann passieren. Aber wirklich ganz am Ende. Ich weiß nicht, was verstehst du denn darunter im DLC gut verarbeitet? Weil ich meine, Events einbauen und so weiter, ja, das ist ja möglich. Aber ansonsten kann man das bestimmt irgendwie, natürlich jetzt nicht irgendwie mit großartigen Schlachten oder sowas, ne? Sowas wirst du in Crusader Kings oder EO4 oder so nicht sehen. Da musst du dann zu Total War gehen, wo das dann entsprechend fabriziert wird. Aber hier geht es ja dann eher um die ganzen Leute, die dann ein bisschen daran beteiligt sind. Ne? Mehr Politik. Ich würde mir so wünschen, dass mehr Diplomatie, auch mehr Handel, mehr Politik, einfach mehr Interaktionen im Spiel wären. Man merkt schon, wenn man einige Stunden jetzt gespielt hat, dass es doch eigentlich immer auf das Gleiche hinausläuft, nämlich auf die Eroberung von Ländereien, auf das Größerwerden. Irgendwann bist du so groß, dass dir keiner mehr gefährlich werden kann und dann wird es langweilig. Das sollte man auf alle Fälle noch in den Griff bekommen über die nächsten Jahre und einfach ein bisschen, es ist alles sehr vereinfacht jetzt. Besseres Bündnissystem zum Beispiel auch, ne? Das könnte man so vielfältig gestalten. Also dass es nicht immer sicher ist, ob Leute mitmachen im Bündnis, dass man vielleicht auch ein bisschen arbeiten muss im Spiel, um Leute dazu zu bewegen, dass sie im Bündnis mitmachen wollen und so. Also da könnte man noch so viel mehr machen, aber momentan ist es wirklich so runterkompressiert auf das Minimum. Und da würde noch so viel mehr gehen und ich hoffe, da kommt auch noch so viel mehr. Und ich hoffe nicht, dass sie jetzt weiterhin so in die Richtung gehen wie mit dem Thronraum-DLC, der jetzt kommt. Wo einfach wieder so ein bisschen fürs Auge wieder ein bisschen was ausgelagert worden ist, aber wo trotzdem keine Spieltiefe dadurch erscheint. Weil die ganze Thronraum-Sache, die könntest du halt auch ganz normal in Events packen. Und du bräuchtest dafür nicht jetzt nochmal eine Präsentation mit Thronraum, weil das einfach, das ist keine Erweiterung der Mechanik, der Spielmechanik, das macht das Spiel nicht tiefer, sondern einfach, du gehst einfach nur einen Bildschirm weiter und hast dort auch wieder Events. EO4 hat mehr Spieltiefe, aber gut, liegt da auch daran, dass natürlich EO4 schon viel, viel länger in Entwicklung ist, genauso wie Crusader Kings 2 auch viel mehr Mechaniken hat. Und ich vertraue da jetzt einfach mal darauf, dass Paradox das schon irgendwie hinbekommt und dementsprechend dann auch tiefere Mechaniken einbaut, komplexere Mechaniken einbaut und das Ganze einfach ein bisschen
vielfältiger und schöner zum Spiel macht, dass du nicht immer den gleichen Pfad gehst mit der Kriegsführung, sondern dass du auch einfach mal sagst, hey, ich habe jetzt keinen Bock auf Kriegsführung, ich mache jetzt lieber Diplomatie oder nur Intrige oder so und ich habe trotzdem ein wunderbares Spielerlebnis und mir ist nicht langweilig oder so. Auf sowas hoffe ich halt dann. So, aber apropos Kriegsführung. So, wir können gleich mal hier rüber. Er hat 537. Ich überlege gerade, ob wir hier die Nachbarn noch mit einladen sollen. Ich würde ja fast sagen, dass wir es ohne mal probieren. Ich spare mal lieber ab, weil man weiß ja nicht. Wir spielen da eh in keinem Iron Man Modus. Da ist es ja egal. 125 Prestige kostet das. Dann können wir den nächsten Krieg dann mit der Frömmigkeit durchführen. So, einmal bitte die Armee ausheben. Dankeschön. Dann am besten gleich mal Richtung Hauptstadt gehen. Mal schauen, wo er die Truppen aushebt. Anführer ist wieder der Eothine. Es sollte eigentlich hier Hildred wieder sein. Da hebt er die Armeen aus. Dann würde ich aber sagen, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Und gehen hier hoch, damit wir nicht wieder über den Fluss laufen müssen. Und greifen dann an. Und jetzt gucken wir mal. Also es sieht auf alle Fälle schon mal zu unseren Gunsten hier aus, wie die Lage ist. Ich habe bei Paradox kein gutes Gefühl mehr. Vielleicht wird es jetzt wieder besser nach dem SEO-Wechsel. Das war genau das, was ich auch schon in einem der letzten Streams gesagt habe. Ich bin so froh, dass... wie heißt er? Dass der ursprüngliche wieder da ist jetzt. Mit F, oder? Fängt er an. Bin ich doof? Frederik. Genau, dass der wieder da ist und jetzt die Zügel wieder übernimmt, weil ich auch das Gefühl hatte, dass durch die Dame vorher das irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen ist. Und ich hoffe, dass der das jetzt wieder einigermaßen in den Griff bekommt und wieder dahin steuert, woher Paradox eigentlich gekommen ist. Nämlich von der komplexen Strategie und dass das jetzt auch, sag ich mal, wieder umgesetzt wird. Ob das jetzt so ist, sei mal dahingestellt, weil sie wollen natürlich auch die Zugänglichkeit erhalten, damit das wieder einigermaßen verkauft werden kann an die Leute, die vielleicht jetzt nicht immer komplexe Strategie haben wollen. Aber vielleicht finden sie einen schönen Mittelweg, der für beide dann dienlich ist. Willkommen zurück, Dietzel. Was hast du denn gelernt? So, 0,6 minus, das ist eigentlich okay. Ich würde mal sagen, sobald die Kohle da ist, werden wir uns ein paar Belagerungsgerätschaften holen. Wahrscheinlich die Mangonellen hier. Hätte ich schon Lust. Jetzt hör halt auf, ständig werde ich angegriffen von dir. Lass mich hier belagern und hör auf, mich ständig anzugreifen, wenn du eh keine Chance hast. Wir brauchen zum Belagern 250 Leute. Je mehr... Ja, mehr Events und so könnten sie reinbringen. Ganz ehrlich, ich bin gar nicht so ein Event-Fan. Ich finde Events super, aber du hast dich halt irgendwann mal satt gesehen an den Events. Ne? Dann liest du auch die Texte nicht mehr, sondern guckst nur noch auf das Ergebnis, was du wählen musst. Und Events sind am Anfang ganz schön, aber die nutzen sich so schnell ab. Und im Zuge dessen, dass das Spiel vielleicht ein bisschen länger interessanter bleiben soll, wären halt Mechaniken einfach wichtiger. Wie zum Beispiel ein Handelssystem, ein komplexes Handelssystem, wo du einfach planen kannst, ein bisschen tüfteln kannst, sagen kannst, hey, da importiere ich was, da verkaufe ich was, da bin ich schlau, da war ich vielleicht dumm, weil ich das gemacht habe. Solche Sachen halten dich so lange bei der Stange, weil das immer wieder anders ist. Und sowas würde ich mir halt wünschen. Also sowas bräuchten wir auf alle Fälle für Crusader Kings. Auch die Option, dass du einfach mal toll spielen kannst. Also wirklich
nur mit ein, zwei oder drei Provinzen, die aber so dermaßen auszubauen, dass dir einfach fast niemand mehr gefährlich werden kann. Solche Mechaniken zum Beispiel. Diplomatieoptionen. Also, dass die Interaktion mit den anderen Charakteren, von dem ja Crusader Kings eigentlich auch lebt, da würde noch so viel gehen. Da hat EU4 mehr Interaktion zwischen den Nationen, wie jetzt Crusader Kings zwischen den Charakteren. Also da müssten sie noch so viel einbauen. Und das würde das Spiel wirklich nach vorne bringen, weil das immer wieder was Neues ist und auch nicht langweilig werden kann. Ich habe für Sport gelernt, schreibt am Morgen einen Test. Okay, was denn Sport? Was denn für ein Sport? Wieso werden mir eigentlich die Gefangenen hier nicht mehr angezeigt? Habe ich was verpasst? Muss ich da noch irgendwas antippen? Das war doch bisher auch immer so. Ich verkaufe dich mal. Das ist ja seltsam, oder? Dass die hier nicht mehr angezeigt werden. So, Greetings, my Serene Liege. So, irgendjemand hat was herausgefunden über den Harding. Musik ist wieder sehr laut. Aber ich weiß doch schon, dass der Harding ein Ungläubiger ist. Der Harding ist ja sowieso... hat eine schlechte Meinung, ne? 58. Ich würde mal sagen, ja, komm. Was hat denn der für ein Geheimnis? Deviant Secret. Ah, was heißt Deviant? Ein Abweichender. Genau, das wussten wir schon mit dem Ungläubigen. Komm, wir werden ihn jetzt nochmal 100%. Wir werden ihn nochmal hier, dann bekomme ich nämlich einen starken Hook. Passt. Zusammengefasst, gute Basis, warten wir ein paar Jahre und sehen dann. Ja, ist leider so. Also es geht natürlich nicht, dass du einfach ein Spiel liest und dort alles schon drin ist, was vielleicht in anderen Spielen, die jahrelang entwickelt wurden, schon drin ist. Das ist aber, damit habe ich auch schon gerechnet, ne, dass das einfach so ist. Ich bin ja echt schon froh, was sie jetzt hier mit Crusader Kings 3 auf die Beine gestellt haben. Deswegen liebe ich das Spiel ja auch, weil es einfach genau meinen Nerv trifft. Und ich hatte anfangs ein bisschen Angst, dass sie nicht die Erwartungen so wirklich erfüllen, weil halt Crusader Kings 2 so unglaublich umfassend ist. Und das haben sie aber ganz gut hinbekommen, dass sie die Mischung... Haben die jetzt nochmal eine Burg hier drin oder was? Dass sie quasi die Mischung... Ach, hier drüben noch? Gehört das auch noch dazu? Dass sie quasi noch nicht so viel Inhalt haben, aber das dann gut verpacken können. Das ist schon mal richtig gut. Also das ist... Das haben sie gut hinbekommen. Aber mittlerweile, ich habe jetzt... Wie viele Stunden? Ich habe jetzt 580 Stunden. Also das ist halt... Ne, du brauchst halt einfach neuen Nachschub, damit das Spiel interessant bleibt. So, jetzt habe ich ein kleines Problem, weil ich nicht mehr belagern kann hier. Ich brauche 650 Einheiten. Und die habe ich leider nicht. Jetzt habe ich natürlich meinen Gefangenen entlassen, der mir die 100% gegeben hätte. Ich bin gerade verwirrt, weil ich jetzt hier das auch alles belagern muss. Nicht nur die Burg. So, wir haben hier nochmal eine kleine Schlacht. Vielleicht habe ich nochmal Glück. Wir können hier belagern. Müsste mir eigentlich reichen dann, ne? Auf die 100%. Wir haben jetzt hier drin die 400. Das sollte funktionieren. Na gut. Ich hoffe halt nur, dass dieser neue DLC Anfang Februar mit dem Thronraum, von dem ich halt überhaupt kein Fan bin, das weiß man ja jetzt mittlerweile schon, dass das halt jetzt nur ein erster DLC ist, der ein bisschen hier für ein bisschen Bling-Bling sorgt und dann dementsprechend dafür sorgt, dass die Leute was zu präsentieren haben.
und dass sich dann Paradox wieder wirklich, wirklich den Mechaniken widmet und die dann verfeinert, verbessert, erweitert. Das hoffe ich einfach mal. Das wäre super, wenn das so wäre. Ich finde auch, dass die Entwickler schon auch mit Herz dabei sind und dass man schon kennt, dass sie das richtig machen wollen. Aber dass das natürlich auch nicht im... Oh, was jetzt? Hat er jetzt sich Truppen geholt oder was? Ach so, nee. Aber dass er, dass die quasi dann vielleicht manchmal überfordert sind, auch mit der Detailverliebtheit, die jetzt zum Beispiel so Hardcore Strategisten dann an den Tag legen, ne? Also, ich sag mal, bei EU4 oder so ist es ganz schlimm, wo halt irgendwie 95% der Spieler ganz normal EU4 genießen können und 5%, die wirklich das ausführlich spielen, aber Probleme damit haben, weil sie halt dann bestimmte Punkte im Spiel sehen, die nicht funktionieren, ne? Die so Sachen rausfriemeln, die einfach in bestimmten Situationen nicht funktionieren. Und dadurch wird denen natürlich das Spiel vermiest. Aber das sind genau die, die sich dann natürlich bemerkbar machen, auch in den Foren. Und ich habe da immer ein bisschen, Sorge, dass sich der Paradox vielleicht ein bisschen zu sehr daran orientiert und weniger an den 80-90%, die eigentlich Spaß haben am Spiel, so wie es aktuell ist, ne? Und ich hoffe, die lassen sich da nicht irgendwie runterziehen oder so, sondern sie sehen das halt als gute Verbesserung, dass die Hardcore-Spieler dann so Punkte rausstellen, aber die sollen dann bitte auch nicht den größten Rest vergessen, dass die eigentlich Spaß damit haben und sollen sich auch auf die ein bisschen konzentrieren. So, es gibt was zu essen. Wir können entweder gut essen für ein bisschen Gesundheit oder 50-50 Chance, dass wir hier ein bisschen Punkte für unseren Lebensstil bekommen. Ilias Niehuber, Dankeschön fürs Folgen, willkommen. Seeker 2 hatte sehr viele gute DLCs. Die hatten das Spiel echt gut verbessert, da kann man hoffen für Seeker 3, ja. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wenn die Entwickler auch den Fokus wieder so legen und weniger den Fokus legen auf viel Bling-Bling quasi. Hab bis jetzt nur dreimal EU4 gezockt, war schlimmer als Heu4. So, Kidnapper wird freigeschaltet. Wie sieht es denn aus hier mit dem Kollegen hier? Abduct. 5% nur, schade. Hat hier irgendjemand Kohle von euch? Da hat niemand Kohle. 80 Kohle hier oben. Was ist denn da los? Wieso habe ich denn so wenig Chance hier? Weil es im fremden Reich ist. Können wir den Sauron vielleicht kidnappen? Das wäre natürlich super gut. Können wir nicht, weil er von der Maya-Kultur ist. Schade. Das ist natürlich enttäuschend. Also das mit dem Kidnappen ist nicht mehr so, wie es schon mal war, oder? Minus 75, wenn die nicht im eigenen Reich sind. Das ist ja Wahnsinn. Da kannst du ja gar nichts mehr damit anfangen jetzt. Seht ihr das? Da kannst du ja gar nichts mehr machen. Du findest die Mod im Workshop. Iton. So. Evening Meal, okay. Ich glaube, wir haben die Punkte nicht bekommen. Was wir jetzt bekommen, ist hoffentlich die 100% durch die Belagerung. Wunderbar. So, einmal bitte erweitern. Und damit, North Undeep ist gewachsen auf 3 Domänen, Leute. Haben wir noch die Möglichkeit, Leute zu verkaufen?
Oder vielleicht hinrichten für ein bisschen Schrecken. Wir haben aktuell einen Schrecken von 27. Der geht jetzt hoch auf 45. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich gar niemanden hinrichten. Vor allem, weil uns das... Oh, wir würden hier sogar ein bisschen Frömmigkeit bekommen. Wir haben jetzt 100 Frömmigkeit. Das heißt, wir können eigentlich gleich weiter Krieg führen. Hier drüben haben wir leider keinen Anspruch für das Herzogtum. Und wir können jetzt mit einem Herzogtum auch nicht einfach die... mit einer Grafschaft das Herzogtum ausrufen, richtig? Es reicht leider nicht. Wir brauchen zwei. Aber wir können mit der Frömmigkeit jetzt zum Beispiel woanders expandieren. Zum Beispiel hier rüber, 454. Aber wir müssen mal ganz kurz warten, dass sich unsere Truppen wieder auffüllen. Währenddessen wird hier immer noch bekehrt hier drin. Und hier oben muss dann auch noch bekehrt werden. Das heißt, wir werden jetzt erstmal mit der Frömmigkeit unsere Kriege führen. Skidnappen war am Anfang viel leichter. Da konnte man aus entfernten Reichen jeden entführen und das Lösegeld verlangen. Ja, ich habe das nie gemacht irgendwie. Ging komplett immer an mir vorbei. Und das haben sie jetzt anscheinend wirklich dann so geändert, dass du eigentlich außerhalb deines Reichs ja gar nichts mehr machen kannst. Mit den minus 75 Punkten ist das schon echt eine Hausnummer, ne? Da kannst du eigentlich nichts mehr machen dann. Es sei denn, du bist irgendwie der Überränke-Spieler, aber sieht jetzt nicht so aus. So, also ein Fremder kommt hier. Oh, ein Ork, Leute. Der Jagduf. Er ist weit gereist. Ah, das ist ja geil, oder? Dass die Orks an meiner Tür klopfen. Der Bolg Burzai und Ugrad Burzai sind offenbar die Kinder. Und wir können die jetzt aufnehmen bei uns zu Hause. Oh, wie nice. Das ist ja cool. Stark. Orks sind sie. Misguided Warrior. Das ist ja richtig geil. Komm, die nehmen wir natürlich auf. Wir bekommen einen schwachen Hook. Mir fällt das deutsche Wort nicht mehr ein für Hook, Leute. Wie heißt es im Deutschen nochmal? Er wird ein Höfling. 20 Meinung, 50 Meinung hier. Ach, Druckmittel, danke. Genau, also wir werden ihn mal überzeugen, dass er den Glauben wechselt, der Ork, und werden ihn natürlich einladen hier. Hat er denn gute Werte? Also gute Werte hat er nicht, wie man hier sieht. 2, 7, 6, 1, 10. Aber, ne, wer will nicht einen eigenen Ork am Hof haben, Leute? Auf alle Fälle. So. Also, wir warten noch, dass die Truppen hier was machen. Wir könnten jetzt noch ganz kurz ein paar Mangonellen uns holen. Wenigstens eine Einheit, 66 Gold. Damit wir beim Belagern ein bisschen schneller sind. Dann die Truppen aufbauen, das macht er jetzt aktuell. Organize Levies, das ist okay. Kultur müssen wir jetzt auch noch nichts machen. Wie sieht es mit der Fraktion aus? 22 Monate noch. Da bin ich mal gespannt. 17 Monate, bis er bekehrt hat. 22 Monate, bis die Fraktion Ultimatum stellt. Ob wir durch dieses Bekehren dann die Fraktion verhindern können. So, die Beeindruckung geht auch nicht mehr. 62% nur noch. Wir können ja mal beim, statt den Harding, noch einen anderen hier irgendwie beeinflussen. Der hier zum Beispiel, minus 23, 82%. Wir machen das mal mit ihm. So, 800. Ich mache mal ganz kurz Pause, liebe Leute, und gehe mal aufs Klo.